Das ist in Ordnung. Okay, bis gleich. Alles klar. Einmal auf den Turbo gedrückt. Die Garagen! Die Garagen! Ich bin da voll vorbeigefahren. Bremsen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass es eine Falle sein könnte. Ich weiß auch, dass... Aber ich glaube, der junge Herr sucht nur das Rollenspiel. Und will mich vielleicht sogar ein bisschen... In die Theorie mit einbeziehen. So, Fahrzeug eingeparkt. Mit dieser Waffe, die ich bei mir habe, ja, als ob die mich beschützen würde, wenn ein Mafiosi mit einer, was weiß ich, einer Kalaschnikow oder so vor mir steht. Als ob das dann noch was bringt, was ich da für eine Wasserspritze habe. Ich habe jetzt kein Pfirsich mehr im Inventar, oder? Doch, 18 Stück habe ich noch, die verkaufe ich noch. Mal davon ab, dass ich mal Lebensmittel nochmal kaufen könnte. Weil ich die jetzt aufbrauchen werde, die ich habe. Ich habe zu viel gegessen, das geht auch. Deswegen fühlte ich mich kurz unwohl. Echt jetzt... Ich wollte meine Nahrung einfach auf 100 kriegen. Essen und Trinken nicht vergessen, der Herr, ne? Ja, da bin ich gerade bei. Okay, weil es könnte eine längere Reise werden, ne? Okay, ich pack einfach mal von allen vier ein. Ja, das passt, das passt. Benzinkanister kriegt man übrigens hier. Nur mal später. So, okay. So, wir sind jetzt als Passagier bei ihm drin.
denke mal, das wird spannender, als wenn ich jetzt hier rumfahre. Warte mal, jetzt hier auf Auto-Kommunikation da. Und, was sind Sie jetzt wirklich vom Beruf, wenn ich das fragen darf? Immer noch im Altersheim. Sie müssen meinen Fahrzeugkanal wechseln. Ansonsten wird das schlecht mit Ihnen zu kommunizieren. Ich bin im Fahrzeugkanal. Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Zu einem schönen Feld. Wow. Lassen Sie sich überraschen. So, was soll ich sagen? Sie wollen immer alles wissen. Ja, ich mag keine Überraschungen. Ich bin ein sehr. Ich denke immer voraus. Und vorausschauend plant, da muss ich auch wissen, worum es geht. Ja, werden Sie schon noch genug früh erfahren, um was es geht. Ziehen mich aber nicht über den Leisten oder so, oder? Nein. Und er fährt wieder Henker, ey. Haben's ganz schon eilig. Ja, Zeit und Geld, das haben sie ja nicht, ne? Andererseits, ich habe das, was ich eigentlich ja nicht brauche, aber wie gesagt, ich mache das für sie. Okay, also, wenn das wirklich, also ich bin ihnen dann wirklich dankbar, also ich finde das echt toll, vor allem wenn sie mich jetzt so, ich nehme mal an, wir machen jetzt gleich etwas, was nicht ganz dem Gesetz entspricht, da sie mich ja schon so angesprochen hatten, und naja, ich bin echt gespannt. Hat es was mit Drogen zu tun? Mit Drogen? Nee, mit Drogen habe ich nichts zu tun. Okay. Alter, der fährt wieder Henker. Was kostet eigentlich diese Kiste? Zweieinhalb Millionen. Ach so, ja, okay. Wenn das Ding 2,5 Millionen kostet, dann fahren Sie doch mal etwas langsamer. Alter, komm, Schwede. Das war's oder was? Also. Ja, da macht man sich ja richtig in die Hose hier. Wow. Den Dreh haben sie aber raus, um die Ecke zu kommen. So. Ja, ein ehemaliger Autorennfahrer kann nicht langsam fahren, daher. Ihre Ohren sind aber noch ganz. Sollte ein Witz sein. Der
Formel 1 Fahrer und so. Okay, ist schon gut. Ich halte jetzt die Klappe. Nee, sie können schon reden, also mit dem habe ich gar kein Problem. Wenn der wieder hier durch die Gegend bräst. Wo zum Geier sind wir? Ja, wir sind wieder da von dem Berg oben gleich. Jetzt mal richtig hier nach runterfahren gleich. Weil, ah. Ach du Scheiße. Keine Angst, keine Angst, ja. Nö, nö, nö. Habt ihr übrigens eine neue Hose dabei? Ich hab meine irgendwie gerade dreckig gemacht. Ja, nein, leider nicht. Dann müssen die in der Soße schon selber drin bleiben. Ne? Wow. Haarscharf am Baum vorbei. Aussteigen kann ich nicht. Hat er wieder abgeschlossen. Ich bin nicht berechtigt, auf dieses Fahrzeug zuzugreifen, also ich bin jetzt, ich stecke jetzt sozusagen hier drin fest. Bis der alte Herr wiederkommt. Der hat das Auto geschrottet. Okay. Da hat es wohl doch ein kleines Problem gegeben. Vorderreifen hier. Geht auch wieder. Zu so tief das Schlagloch. Genau. Weil jetzt die Zäune überhaupt keinen Widerstand geben. Nichts. Bei der Geschwindigkeit ist, würde ich sagen, prallt sogar ein Baum ab. Oh, scheiße. Oh, jo. Schon wieder. Wubbel, 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 wubbel. Da müsste man jetzt so Geräusche einfügen. Geht gleich weiter. Okay. Wow. Der Toskana hier. Ach du Scheiße. Ich gehe jetzt mal auf
die Map, um einfach mal zu gucken, wo wir sind.